Hallo Leute. So, da beim HGP 408 haben wir dieser Servoarm hier sehr gerne verschleißt, weil der eben aus Kunststoff ist und dann die Verzahnung hier ziemlich schnell glatt wird, habe ich einfach hier einen Aluarm eingebaut. Der hier ist doppelarmig, aber das braucht man nicht. Ihr seht schon an dem Loch, was da drin ist, da ist so eine ganz jämmerliche kleine Schraube drin und deshalb muss das Ding hier doppelarmig sein. Das Loch, was hier in dieser Spurstange oder in dem Schubhebel ist, ist groß genug für eine größere Schraube, weil ich weiß nicht, ich glaube 3 mm sind es, die in diesen Standard-Servoarm verbaut sind. Das hier ist das Ersatzteil, was ich benutzt habe. Gibt es auch bei Banggood zu kaufen. Da könnt ihr euch die Nummer aufschreiben. Gibt es in allen möglichen Farben. Der sieht original so aus. Da habe ich den dann hier vorne abgefräst, weil man braucht nur dieses erste Loch. Das sind also 21 mm zwischen diesen beiden Löchern so circa. Und das ist hier auch, man kann es auch einfach nur drüber legen und sieht dann, dass es passt mit dem ersten Loch. Und es funktioniert auch in der Realität. Warte mal hier. Und ich weiß nicht, ob ihr es hören könnt. Doch. Es läuft gegen einen Anschlag. Das bedeutet, das ist auch der maximale Lenkwinkel, der jetzt so standardmäßig damit rauszuholen ist. Also wie gesagt, wenn euch das Ding hops geht hier, was relativ schnell passieren wird, wenn man ein bisschen im schweren Gelände unterwegs ist, dann könnt ihr einfach so einen Standard-Servoarm nehmen. Guckt, dass ihr da ungefähr 21 mm von Loch zu Loch habt. Und dann mit der Schraube, die auch mit dem Servoarm mitgeliefert wird. Oh ne, die wird nicht mitgeliefert, nur die zwei kleinen sehe ich gerade, ne? Ja. Aber da, das ist, glaube ich, eine 3 mm Imbusschraube, wo in diese Gewinde hier passt. Und die passt auch relativ gut in das Loch. Ich habe hier auch mit ein bisschen Alufolie das ausgefüttert, dass es ein bisschen fester in dem Loch sitzt. Das Loch hat, glaube ich, 3,5 oder 4 mm. Aber ist kein Hexenwerk. Und dann läuft das Ding wieder. Es macht keinen Sinn, das hier als Ersatzteil zu bestellen. Das wird euch einfach genauso wieder kaputt gehen. Das ist, was bei Crawlern so normal Standard ist. Ja, könnt ihr sehen, es ist an dem hier dran, halt in Blau, aber es ist dasselbe Servohorn oder hier in Rot. Das ist dasselbe. Und dann eben einfach das erste Loch nehmen. Bei denen ist es überall das zweite, damit man ein bisschen mehr Weg hat, dass die Lenkung ein bisschen mehr einschlägt. Aber ich glaube, bei dem ist es einfach nicht mehr. Ich habe es einfach auch so gelassen, weil er hat eh einen Wendekreis wie ein Flugzeugträger. Und ob ich da jetzt noch einen Millimeter raushole hier irgendwo, ich weiß nicht genau, wo es anschlägt. Der macht da, glaube ich, keinen großen Unterschied mehr. Das war's. Danke. Tschüss.